Hey, ich bin Sven von der Firma Stage Service. Ich zeige euch heute, was ein Stagehand macht. Wir sind hier in Frankfurt an der Festhalle und bauen Harry Potter live in Concert ab. Auf geht's! Heute sind wir beim Abbau der Show. Den Aufbau haben die Kollegen heute Morgen erledigt. Der Abbau beginnt normalerweise immer direkt nach Showende. Für den Abbau werden wir in verschiedene Gewerke eingeteilt, die unterschiedliche Aufgaben haben. Die Kollegen vom Licht kümmern sich beispielsweise um alles, was mit Lampen und Strahlern zu tun hat. Das Tongewerk baut Lautsprechersysteme ab. Die Loader laden die Trucks. Jede Veranstaltung hat eigene Aufteilungen der Gewerke und unterschiedliche Aufgaben, die erledigt werden müssen. Große Sicherheitsunterweisungen bekommen wir regelmäßig bei uns im Büro. Am Anfang jeder Schicht gibt es aber immer noch mal eine Ansprache von unserem Crew Chief, wo wir über den Ablauf der Schicht informiert und die Sicherheitsvorschriften noch mal kurz zusammengefasst werden. Hören wir doch gerade mal rein. Helmhandschuhe, Sicherheitsschuhe sind zu tragen und zwar immer ab dem Zeitpunkt, ab dem wir hier reingehen und der Abbau beginnt, habt ihr den Helm auf dem Kopf, zieht ihn nicht mehr ab. Der Einzige, der das bestimmen kann, bin ich auf dieser Baustelle. So, wie ihr seht, sind die Gewerke eingeteilt. Wir haben die verschiedenen Westen an. Es gibt Licht, Ton, Video und Orchester. Ich habe jetzt keine an. Das liegt daran, dass ich euch zeige, was wir so alles machen. Ich helfe da, wo wir gerade mal Hilfe brauchen und was für euch so alles interessant wäre. So, der Abspann läuft. Ab jetzt heißt es PSA. Immer tragen. Bis zum Ende. So, ihr hört's, Applaus, die Show ist rum. Jetzt heißt für uns Showtime. Auf geht's. So, wir supporten jetzt mal die Jungs in Orange. Wir holen gerade die Musiknotenständer runter. Schauen wir mal, wie wir helfen können. Wir haben gerade die Trassen runtergefahren. Unser Lichtgewerk kommt jetzt langsam an die Reihe. Wenn das auf Arbeitshöhe ist, fangen wir an, die einzelnen Leuchter, die wir da haben, die Moving Heads und was alles sonst noch da oben im Dach hängt, in die einzelnen Cases, die hier schon vorbereitet sind, einzupacken. Schauen wir erstmal, wo es reinkommt, bevor wir es in der Hand haben. Sonst müssen wir gleich zweimal ran. 196. So, Case gefunden, können weitermachen. So, einmal alle Kabel raus, alles entfernen, was die Lampe noch festhalten könnte. So, die Traverse ist leer, Kabel müssen runter. Danach kann die ganze Traverse von den Motoren ab und dann geht es los, dass die Räder oben die Ketten aus dem Dach lösen müssen. Alles Teamwork, immer. So, Techniker geht gerade durch. Wenn er es zugemacht hat, können wir anfangen, die Cases rauszuschieben. Das machen die Pusher, aber da helfen wir gerade mal mit. So, die ersten Cases wandern Richtung Truck. Erstmal die Rampe runter. Sicherheit geht vor. Möglichst viele Leute immer ran. Schauen wir mal, wie sie es machen. Nächster Task, da oben stehen Beamer, die müssen runter. So, das wird unser Taxi sein. Jetzt müssen wir das Ding da drauf befördern. Das Ding ist schwer, Vorsicht. Ich setze nochmal ab. Jetzt. Wunderbar. Seht, noch eine Teamwork-Aufgabe. Riesige Leinwand, die wird jetzt runtergefahren. Müssen wir nach vorne ziehen, damit wir halt oben an die Motoren rankommen. Dauert immer einen kleinen Moment. Aber die Jungs machen das. Es sind die letzten Zügen. Die Kollegen packen den letzten Kram ein. Wir gehen mal raus, schauen, was bei den Trucks los ist, ob wir da vielleicht auch helfen können.
Jetzt müssen sie überlegen, wie sie es am besten machen. Trackladen ist immer Tetris. So, letzten Cases sind im LKW, die Rampe ist weg, werden nur noch die Türen zugemacht, wir werden ausgecheckt, reicht für heute. Wir haben Feierabend, jetzt dürfen wir den Helm auch endlich mal wieder abziehen. Das war's, bis zum nächsten Mal.